Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier von der Invest. Mein Name ist Sebastian Nellis und ich spreche für Finanztrends. Bei mir ist Michael Flender, auch bekannt als Goldesel. Er ist zu uns gekommen von der Blogger Lounge und ja, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich. Was mir immer besonders wichtig ist oder was ich besonders schön finde zu sehen, dass auch quasi diese Finfluencer-Szene, die ja immer größer wird und immer mehr an Beliebtheit gewinnt, dass ihr sozusagen der Jugend auch helft, eine gewisse finanzielle Bildung, also Financial Education einfach, dass es etablierter wird. Warum ist das so wichtig? Ja, genau. Also ich bin ja eigentlich schon ein alter Hase. Ich bin seit 2007 hauptberuflich an der Börse im Trading und ja, bei mir war das so, ich habe eigentlich durch Zufall mal angefangen mit Social Media. Also ich habe eigentlich früher nur so mein eigenes Süppchen gekocht und ich habe dann irgendwann relativ schnell gemerkt, dass da so extrem viel Feedback kommt, Fragen kamen und ja, ich habe gemerkt, ich kann den Leuten halt so helfen und das kam wirklich sehr gut an und ja, das hat sich irgendwann so krass entwickelt und der Kanal wurde halt irgendwann immer größer. Dann habe ich gemerkt, okay, scheinbar meine Erfahrung ist viel wert, die Leuten gefällt das und so weiter und ja, dementsprechend habe ich das immer weiter ausgebaut und versuche halt täglich so ein paar Stories zum Markt zu posten, ja, wo ich weiß, es könnte die Leute interessieren und die Leute so ein bisschen mitzunehmen, einfach zum Thema Börse, weil du hast gesagt, ne, auch Studenten, jüngere Leute, es wird immer wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen und möglichst früh einfach damit anzufangen. Ja, und da versuche ich so einen kleinen Beitrag mitzuleisten. Wie viele Menschen erreichst du zurzeit auf welchen Kanälen? Also mein Hauptkanal ist jetzt eigentlich Instagram, da habe ich, ich glaube, 54.000 Follower und so weiter und ich kriege halt täglich ein paar hundert Nachrichten und so weiter, das ist halt wirklich krass und ja, ich mache auch Livestreams, da sind dann teilweise 2.000 Leute mit live dabei und ja, YouTube mache ich auch noch so ein bisschen, aber aktuell hauptsächlich Instagram. Was ist dein Hauptschwerpunkt auf deinem Kanal, also welchen Fokus setzt du in deinem Content? Ja. Also ich selber komme ja eher so aus dem Trading-Bereich, damit habe ich früher mal angefangen, also viel Handel, das mache ich auch hauptberuflich seit 2007, habe dann natürlich aber auch irgendwann angefangen langfristig anzulegen und bei mir in der Börse, im Instagram-Kanal ist es so, ich würde sagen, so eine bunte Mischung halt einfach. Ich mache so einen kleinen Marktüberblick morgens, wie eröffnen die Märkte, was gibt es für interessante Nachrichten, was ist in den USA passiert und ich mache das halt auf so einer Ebene halt so nicht alles zu ernst nehmen, so ein bisschen mit Emotionen halt auch zu zeigen. Ne? Also wenn es mir schlecht geht, kriegen das halt auch alle mit. Wenn ich verliere, sage ich das halt auch einfach mal, ne? Dass es eben auch nicht nur nach oben geht, dass es auch mit nach unten geht. Und ich glaube, das ist halt so eine Sache, die ganz gut ankommt, weil das, was man so von früher kennt, ist so viel steril einfach an der Börse, ne? Und keiner will zugeben, wenn er verliert. Und ja, ich gebe es halt auch mal zu und deswegen ist es so eine bunte Mischung einfach, aber hauptsächlich, wie gesagt, Börse und Aktiennachrichten einfach und so weiter. Und auch solche Sachen, wo ich sage, okay, hier vielleicht eine Übertreibung oder die Aktie finde ich interessant, aber ich gebe halt auch nie Kaufempfehlungen, sondern nur quasi meine Meinung wieder. Warum ist das dir besonders wichtig, quasi als Goldesel heute auch hier zu sein auf der Invest? Ja, ich wurde ja von der Börse Stuttgart eingeladen halt, ne, und es waren jetzt seit 2 Jahren Pandemie, haben wir ja alle mitbekommen. Also man war gar nicht mehr draußen und dementsprechend ist es halt umso schöner, mal die ganzen Leute live zu sehen. Ich kannte auch schon einige aus dieser Szene natürlich persönlich, die alle kennenzulernen, aber auch jetzt so ganz viele Leute, die mir folgen. Und ich zeige auch viele Sachen aus meinem eigenen Leben, ja, und das ist schon lustig zu sehen, dass die mich dann fragen, was der Poolroboter macht und solche Sachen halt einfach, ja. Und ja, man hat so irgendwie so ein Freundschaftsverhältnis so aufgebaut und so weiter, ne? Und das ist natürlich immer toll, so ein paar Leute noch live zu sehen. Da gibt es wahrscheinlich auch so eine richtige Fanbase, die du da sozusagen schon um dich geschart hast, kann ich mir vorstellen. Hast du heute ein paar Leute getroffen, die auch extra wegen dir gekommen sind? Oh ja, viele sogar. Ja, wirklich sehr, sehr viele. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Fotos gemacht und so weiter und irgendwie auf T-Shirts unterschrieben. Das ist schon echt, ja, man kann es kaum glauben. Es ist wirklich verrückt einfach. Und du hörst gerade meine Stimme, die ist etwas angeschlagen, aber ja, ich halte noch durch. Wir sind ja aktuell in einer Marktsituation, die vielen Anlegern Angst macht. Wenn ich an die Inflation denke, an die geopolitische Krise, wenn ich an die Ukraine denke, wir haben immer noch mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Wie beruhigst du deine Follower denn zurzeit oder wie gehst du mit dieser schwierigen Marktsituation um? Was kriegst du auch für Feedback dazu? Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe erstmal zuallererst, die Welt geht sehr, sehr selten unter und auch diesmal wird die Welt nicht untergehen. Ich habe ja unter anderem die Finanzkrise miterlebt, Griechenland-Krise, Corona-Krise, ja, und ich habe damals echt Stories gehört, da sollte auch schon alles am Ende sein und ich habe auch, sage auch diesmal, du weißt mal nicht genau, wann wir das tief sehen, weil du hast es gerade gesagt, es gibt so viele Fragezeichen aktuell in der Welt, was die Notenbanken machen,
was in China passiert, was mit den Lieferketten passiert, was macht die Inflationsrate. Ne? Und dementsprechend ist der Markt halt auch gerade so, ich glaube, der Markt ist aktuell so orientierungslos so ein bisschen. Ne? Du weißt nicht, was, wie lange das geht, was passiert, wie die Notenbank weiter agiert, ob sie komplett nochmal nach oben eskaliert sozusagen mit den Zinsen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Und ja, deswegen, ich sage halt immer, okay, die Krisen gehen vorbei, bleibt ruhig. Und wie lange das genau dauert, weiß man nicht. Eine Rezession könnte ja auch kommen, das sagen jetzt auch viele. Oder vielleicht sind wir auch in einer Rezession schon, das weiß man erst danach. Aber solche Phasen gehören dazu. Und die meisten von meinen Anlegern sind auch langfristig investiert. Ich sage immer, lasst die Sparpläne halt laufen. Ne? Und wenn es euch zu sehr belastet, nicht halt jeden Tag sich da alles zu Herzen zu nehmen. Es reicht ja, wenn ich die ganze Zeit leide und das immer zeige. Aber das ist lustig, ne? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich glaube, deswegen sind auch viele Leute hier, dass man halt so sagt, ey, okay, dem geht es vielleicht auch nicht gut. Diese Profi-Anleger haben auch sehr viel Geld verloren, ja, und es gehört halt auch einfach dazu, ne? Denn wenn jeder so einfach an der Geldbörse verdienen könnte, dann wären wir alle sehr reich und würden was anderes machen, außer hier stehen, ne? Michael, zu guter Letzt eine Frage, also eine privat-berufliche Frage, also zu deinem persönlichen Portfolio, weil es ist immer besonders interessant auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu sehen, wie unsere Experten vielleicht auch selber aufgestellt sind, was ihr Depot angeht, gerade in dieser spannenden Börsenzeit. Was hast du da zurzeit im Fokus? Genau, also ich habe mal ganz früh angefangen, eher so Dividendenaktien zu sammeln, weil ganz am Anfang hat man nur so auf KGV geschaut, ich hatte auch keine große Ahnung, habe ich halt Aktien mit niedrigem KGV gekauft. Das war mal so ganz am Anfang. Mittlerweile weiß man, das ist eigentlich die schlauste Strategie. Ich habe dann irgendwann vor vielen Jahren auch angefangen, ein Tech-Depot aufzubauen. Also ich habe quasi, ein Bereich von mir ist Trading, der andere ist langfristig investiert und da ist so Hälfte Tech, Hälfte Value-Dividenden so ein bisschen. Ja, und was man ja zuletzt gesehen hat, sehr, sehr lange liefen Dividendenaktien halt einfach gar nicht, ne? Oder sehr, sehr viel schlechter. Tech lief extrem gut, ja? Wegen Nullzinsen, alles war egal, Umsatzwachstum war das Wichtigste. Jetzt schlägt das Pendel ja vollkommen zurück einfach und das Lustige ist halt, viele Leute behaupten zwar immer, ja, antizyklisch investieren, kaufe dann, wenn keiner Lust hat zu kaufen. Jetzt kriege ich wieder zum Beispiel mit, jetzt wollen wieder alle irgendwie in Value reingehen, eine Coca-Cola kaufen, Procter & Gamble, die extrem stark hochgelaufen sind, auf einmal will keiner mehr Tech haben. Deswegen sage ich jetzt aktuell, ich würde jetzt eher mal wieder vielleicht im Tech-Sektor versuchen, staffelweise einzusteigen bei Unternehmen, keine Ahnung, die starke Cashflows haben, wie Alphabet, Microsoft und so weiter. Ne? Denn die sind sogar teilweise von den Bewertungen günstiger jetzt als viele pseudo-günstigen Dividendenaktien, die jetzt mittlerweile irgendwie hoch zweistellige KGVs haben und so weiter. Aber wie gesagt, ich gebe keine Anlageempfehlungen, aber jetzt sind noch immer diese Aktien herzulaufen, die jetzt wieder so gut gelaufen sind, weil die anscheinend sicher sind. Ja? Und jetzt werden aktuell eher Tech-Aktien liegen gelassen, deswegen vielleicht eher in dem Sektor jetzt mal wieder so ein bisschen Fokus drauf, ne? Antizyklisch. Hast du auch einen Fokus auf Krypto zurzeit? Ich habe so ein kleines bisschen Krypto und ich habe auch hier interessanterweise auch mit vielen coolen Leuten gesprochen, die da sehr viel Ahnung haben, aber ja, ich lebe ja aktuell in meiner Aktienbubble mit Unternehmen, ne? Aber es ist wichtig auch immer links und rechts zu schauen. Ich habe ein bisschen was in Bitcoin und in Ethereum, aber echt eher klein und ich habe das jetzt mitbekommen mit diesen ganzen Coins, die jetzt gecrashed sind, ne? Aber ja, ich habe da, wie gesagt, das ist nicht mein Stammmetier, aber ich habe so ein ganz bisschen was in dem Sektor. Aber Michael, eine Sache frage ich mich noch. Warum Goldesel eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin mir gar nicht so genau sicher. Ich glaube, ich habe damals mal mit einem Freund immer da so Scherze drüber gemacht, weil ich habe natürlich ein paar jetzt auch ein Netzwerk in der Trading-Szene. Da haben wir dann irgendwann so Witze gemacht, ah, hast du heute wieder Gold geschissen oder was so in die Richtung? Na, du bist ja ein richtiger Goldesel und so, ne? Weil wir da irgendwelche Trades ja anscheinend mal mit Plus beendet haben. Ich glaube, daher kam das mal irgendwann und da habe ich dann irgendwann mal den Namen bei Instagram einfach genutzt und ja, lustigerweise ist es anscheinend echt so eine coole Brand in Anführungszeichen geworden und passt so ganz dazu, ganz cool dazu, ist ein bisschen was Frischeres, ne? Aber ja, hat jetzt sonst keinen größeren Hintergrund einfach. Bleibt im Kopf, auf jeden Fall ist eine sehr, sehr coole Marke. Es hat mir echt Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und auch viel Spaß weiterhin hier auf der Messe. Und bis zum nächsten Mal und danke für deine Zeit. Vielen Dank, hat mich gefreut. Ciao, cool. Ciao.